Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder der Chris. Wieder am Titel unschwer könnt ihr kennen. He? Es geht da so ein bisschen ums Trainieren in Anführungs- und Schlusszeichen. Und ja, es freut mich, dass wir das eigentlich alle gleich sehen. Und die, die sich jetzt hier schon intensiv auf das Black Ops 2 vorbereiten, ein bisschen belächeln. Jetzt, was ich euch aber zeigen kann, ist, das ist ein Team-Deathmatch, das ich gestern mit dem Janschi gespielt habe. Irgendwann um 2:30 am Morgen oder so. Besser gesagt, schon heute wäre das gewesen. Und ihr müsst wissen, ich spiele nicht so viel Team Deathmatch. Weil Team Deathmatch ist für mich nicht so angenehm, weil ich dort nicht so genau voraussagen kann, wo etwa Gegner sind. Trotzdem habe ich das hier probiert. Ihr seht, ich habe meine MP5 dabei, Leichtgewicht, oder wie es heisst auf Deutsch, Lightweight auf Englisch, Steady Aim und Marathon. Ohne Lightweight und Marathon kann ich fast gar nicht im Black Ops spielen, weil sich das Mannsgöckli so langsam bewegt. Also, aber was ich euch jetzt hier schnell ein bisschen zeigen, und ich meine, das ist auch eine Art Vorbereitung, aber das zählt einfach generell fürs Black Ops halt. Ich versuche eigentlich, hier schnell den abzukassieren. Second Chance, Bitch, okay. Eben. Die Sache ist die, ich probiere mich eigentlich eher unabhängig von meinem Team zu bewegen, weil ihr seht, auf der Minimap, ich schaue konstant auf die Minimap, schaue, ich denke, 50% der Zeit, die ich am Zocken bin, schaue ich da drauf. Und das sind natürlich immer nur Bruchteile, so vor Sekunden. Aber ich probiere herauszufinden, wo der Gegner spawnt. Und offensichtlich habe ich jetzt gar keine Ahnung gehabt, wo der Gegner spawnt. Oder habe einfach Pech gehabt mit meiner Annahme. Weil sie es jetzt alle auf der linken Seite jetzt gesehen. Außer hier der Ghosty Ghosten, der hier noch ein bisschen einen anderen Weg gesucht hat. Aber sie sind jetzt alle links von mir. Das heisst, einerseits sind die Jungs schon ein bisschen am Vorstoßen und andererseits versuche ich, in einem Gebiet durchzulaufen, wo ich mit mir MP5 auch nicht gross benachteiligt bin, weil ihr habt gesehen, mein Aiming ist nicht so gut, ich kann allgemein nicht so weit schiessen. Darum halte ich mich eher so ein bisschen den verwinkelten Ding. Sehe jetzt, und das Team kommuniziert auch, oder Janschi hat geschaut, dass da oben Gegner sind, mal Gas rein und die killt nachher auch einen, wie verreist. Dort meint, es liegt noch einer. Sehe, es sind keine mehr rum. Realisiert, dass alle so ein bisschen beim Domination anhängen spawnen. Dort leider im falschen Moment müssen nachladen, den Teammate nicht einmal können retten. Und jetzt unbedingt eine zweite Waffe aufgenommen, weil für die MP5 gibt es keine Dual Mags, also dort laufen Munition relativ schnell aus. Schon wieder verschissen beim Nachladen. Und den Kollegen schon wieder nicht können retten. Aber jetzt mal schnell ein bisschen chillen, mal ein bisschen her und schauen, wo spawnt jetzt der Gegner. Und ihr seht, die Kollegen sind alle rechts. Dann könnte es gut sein, dass der Gegner jetzt hier gerade ausspawnt. Ich denke mir, warte hier mal schnell, vielleicht taucht ja einer auf. Und wer jetzt denkt, der Ghosty Ghosty, sichert dort wieder mal ein bisschen in der Gegend rum. Und seht ihr, jetzt im Moment ist mein ganzes Team eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite vor Map. Und ich habe wieder die gleiche Annahme. Denken wir, der Gegner könnte hier hinten spawnen, chillen, das Geschwingen hier. Und dann höre ich plötzlich die Schritte vom Gegner, weil sie hier im Hintergrund auftauchen. Und in dem Moment säckle ich natürlich nicht führen. Und ihr seht, schnell warten, schnell den Vorteil rausholen und Blackbird zu holen. Und jetzt ist alles easy. Weil wenn man den Blackbird hat, die, die es nicht so können vom Black Ops, ich meine, es zeigt jeden an. Du kannst nur so eine Ecke Camper Ghost schwuchteln sein oder so. Da wird wirklich jeden angezeigt. Und dann ist die Jagd eröffnet und genau das mache ich auch. Habe ein bisschen länger zum herausfinden, welchen suche ich mir jetzt aus als mein Ziel. Aber das passt tiptop. Und jetzt seht ihr diesen oben, traut sich nicht zu führen, schaut ein bisschen hin und her, weiss nicht, was machen. Und ich habe ihn natürlich auf dem Radar und kann so mit einem extremen Vorteil rausziehen. Jetzt habt ihr vielleicht gesehen, ich war ziemlich oft so am Pre-Aimen. Das liegt eben auch an der Connection, wo wenn man jetzt Black Ops spielt, dann wird man häufig mit Amerikanern zusammen geschossen in einem Team. Und die Sache ist halt einfach, die Idee ist selber schon ein bisschen läge. Und da ist es eigentlich noch wichtig, dass man sich auch einen Vorteil verschafft, indem dass man sich zum Beispiel eine gute Position aussucht. Ich habe mir jetzt hier eine schlechte Position ausgesucht, aber easy. Gut bin ich gestorben, weil dann kann ich Killstreaks wieder von neuem anfangen. Und ihr werdet es schon noch sehen. Also die Hünger sind noch recht durchgedreht hier. Sonst könnte ich das eigentlich nicht, dass sie so Gas geben. Und jetzt habt ihr gesehen, ich bin gespawnt und bin genau eigentlich wieder dort hergesackelt, wo keine Teamkollegen sind. Hier unglaublich schwein kann, dass der Bümperler drüber geschossen hat. Und so Dropshotter-Aktionen, vielleicht wisst ihr es ja, aber ich habe ja eigentlich das Knife auf dem rechten Stick. Und das sind für mich so Dropshot-Aktionen schon ein Trick. Und jetzt müsst ihr schauen bei diesem Fensterli. Jetzt kommt da gerade einer.
Schnell warten. Und da kommt er. Ich gehe schnell über, wieder zurück. Und ja, er hat sich vielleicht ein bisschen verarscht gefühlt. Vielleicht aber auch nicht. Das ist aber eine Technik, die ich relativ gerne mache, ist eigentlich einen Gegner konfrontieren, schnell überziehen. Dann meint er vielleicht nur, dass ich jetzt hinten rumlaufe oder so. Und dann wieder genau ins gleiche Fenster güchseln und dann runterklipsen. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen das. Und ihr seht, ich spiele eher vorsichtig. Jetzt auch wieder, wo ist der Gegner? Wo sind Teamkollegen? Schon wieder Hurenschwenk an dem mit der Pumpe in diesem Level 17er Splitscreener ist eine arme Sau. Und den habe ich auch ein paar Mal abkassiert. Und darum würde ich auch nie mehr irgendwie trauen, mit diesem Gameplay jetzt anzugelten oder so, weil es wirklich auch viele Noobs hier dabei waren. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht, da vorne, der Typ, der ist durchgesäckelt, ich konnte auf ihn schiessen, aber ich habe angenommen, dass der hier übersäckelt, legt sich hier am Boden die Flöte, und das ist gerade der Eingang für einen zweiten Blackbird. Und jetzt auch hier wieder, die Jagd ist eröffnet. Also, ich denke, gut, nein, man kann auch nicht sagen, wie der Blackbird oder eben der Orbital Satellite oder so wird in Black Ops 2, aber scheint soll er ja auch so werden, wie der Blackbird in Black Ops 1. Und von dem her ist dort der Typ einfach, drehen durch. Ich meine, ihr seht jede Bewegung in Echtzeit mit der Richtung, wo der Gegner her schaut. Was will man noch mehr? So kann man perfekt eigentlich drauf warten und Gegner. Ja, sorry, ich muss rübsen. Und Gegner abknipsen, ausknipsen, abschießen, abmachen, fertig machen, durchputzen, abschleifen, abschimmeln. Abballern. Und was ich gar nicht höre, ist, wenn meine Hunde hier hinten geschlitzt werden, dann muss ich die gute alte Bombe vorne, Stakeout. Und der zweite dann auch noch gerade. Ich bin jetzt ein bisschen abdriftet, ein bisschen Bullshit getextet, aber das ist ja nicht das erste Mal, wo ihr das vermutlich in meinen Videos erlebt. Und ja, jetzt habt ihr gesehen, Blackbird ist gone, aber trotzdem, der Drohne wird eigentlich gezeigt, dass der Gegner überall hier hinten in diesem Gebäude spawnt. Haben jetzt dort auf den Weg wollen machen. Dort noch schwenken links, der Typ hat sich auf meinen Hund konzentriert und er macht die Hunde noch den Triple und das Game ist durch. Ja, also, aufpassen beim auf Minimap schauen, nicht, dass ihr dort zu viel Aufmerksamkeit dem schenkt und im Game gar nicht seht, wie ihr abkassiert werdet, aber ein guter Tipp ist wirklich viel mit der Minimap arbeiten, sich dort aufhalten, wo das Team nicht ist und dann habt ihr gute Chance, Gegner abzukassieren. Das wär's gewesen, schönen zusammen.